Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Marathon-Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir haben die Halbzeit geschafft, beziehungsweise wir haben sie geschafft. Und ja, hier ist mein super professionell Plan. Ich habe den Plan aus dem großen Buch vom Marathon. Und die siebte Woche ist um. Das heißt, ich habe noch, also ich bin jetzt schon in der achten, wenn ich das Video drehe, aber wenn ihr das bekommt. Und das haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Wochen bis zum Marathon. Genau, in dem Video möchte ich euch so ein bisschen erzählen, wie es war und euch auch noch meine Tipps für lange Läufe geben. Ich habe da auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Den verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr mal das nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Ich meine, vielleicht sage ich da auch nicht alles oder ich weiß noch nicht. Montag war ich schwimmen und zwar habe ich mir den Neo geschnappt und bin hier bei mir ums Eck an den See gefahren. Und das ist so, ich blende euch da mal ein Foto ein, weil da habe ich ziemlich schöne Fotos gemacht. Aber es ist halt so, was man auf dem Foto nicht sieht, sind die ganzen Nackten, die um einen rum sind, weil da ist FKK. Und wenn man dann halt schwimmt, dann sieht man die halt alle. Finde ich jetzt natürlich an sich nicht schlimm, aber das sind halt auch ehrlich gesagt komische Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob ihr das jetzt blöd findet, wenn ich das so sage, aber es ist halt so. Und ja, da war ich nur eine Viertelstunde schwimmen, aber es tat total gut, weil ich dann so einen Marathon zweifle. Das ist so wellenweise. Wellenweise denke ich mir, hey, du schaffst es. Und wellenweise denke ich mir, was hast du dir da eigentlich eingebrockt und wieso tust du das alles überhaupt? Und du schaffst es nicht und die anderen sind viel schneller. Und darum geht es ja gar nicht. Ich will mich gar nicht mit anderen vergleichen, aber wenn ich halt sehe, es ist halt, ja, ob man es schafft, man vergleicht sich dann doch mit anderen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber das ist im Moment noch so ein bisschen schwierig. Egal, auf jeden Fall war das total gut zum Kopf frei bekommen, zum Nachdenken, zum einfach mal so Sport aus Lust einfach zu machen. Das war sehr schön, muss ich sagen. Dann war ich am Dienstag 10 Kilometer laufen und da bin ich eine neue 10 Kilometer Bestzeit gelaufen mit 55 Minuten 12. Ich sollte eben 10 Kilometer Marathon-Renntempo laufen und das Marathon-Renntempo hat ja eine Pace, also Minuten pro Kilometer von 45. Und das war am Anfang des Marathon-Trainings meine Intervallzeit. Also wenn man sich das mal so überlegt, was ich da so getan hat, das ist schon... Ist schon krass. Und dann habe ich halt bei Kilometer 9 gemerkt, es lief echt gut und ich war fit und das hat sich alles total gut angefühlt. Und dann dachte ich mir, hey, bei Kilometer 9, du könntest die Zeit schaffen, die du eben Anfang des Marathon-Trainings nicht geschafft hast. Und so habe ich da eben versucht, bei dem ersten 10-Kilometer-Wettkampf, den ich mit meinem Papa damals simuliert habe, unter 55 Minuten zu kommen. Hat nicht gereicht, es waren 56, also 57 Minuten. Und diesmal habe ich dann gedacht, hey, krass, du könntest das schaffen. Und dann habe ich es probiert und dann habe ich es geschafft. Also wegen 12 Sekunden nicht, aber ich habe dann halt, bin die 10 nicht unter 55, aber in 55 Minuten gelaufen, was total der Fortschritt ist und mich ja mega happy gemacht hat und dann auch nochmal so ein bisschen bestärkt hat, dass auch dieses Tempo sich nicht mehr so abartig anfühlt, dieses Jahr laufen soll, sondern so langsam so ein Tempo wird, wo ich sage, okay, das könnte ich tatsächlich mal mehr als über 10 Kilometer laufen und ich bezweifle zwar nach wie vor, dass ich es auf 42 Kilometer laufen kann, aber an sich ist das Tempo jetzt nicht mehr so abartig, dass ich sage, ich schaffe das niemals. Dann am nächsten Tag war es 6 Kilometer, bin ich da gelaufen. Und zwar war das GA1, also lockerer Dauerlauf. Da bin ich dann einfach 6 gemütlich hier im Block einmal gelaufen. Und das Krasse ist, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, du wirst irgendwann 6 Kilometer locker laufen und die fragen, hey, soll ich für 6 Kilometer wirklich die Laufschuhe anziehen? Dann hätte ich ihn für verrückt erklärt, weil ich bin ja damals standardmäßig nur 6 Kilometer gelaufen und heute ist halt die Dimension so eine andere. Aber diese kleinen, lockeren Läufe zwischen rein, wo man nicht viel nachdenken muss, nicht aufs Tempo achten muss, sind immer total gut und tun einfach gut. Und dann kam der lange Lauf mit 32 Kilometern, den ich ja in der letzten Woche nicht ganz geschafft habe. Beziehungsweise, was heißt geschafft? Den letzten Kilometer bin ich hier nicht gelaufen. Beziehungsweise die letzten zwei habe ich auch nicht aufgezeichnet und deswegen war natürlich für mich schon ein großer Punkt, ob ich das schaffen werde und auch für mich so ein bisschen Test für den Marathon, weil ich sagen muss, es ist halt schon, ja, wenn ich die nicht schaffe, die langen, dann wird es halt kritisch. Und was soll ich sagen, ich bin es tatsächlich durchgelaufen.
Ich habe mich so ein bisschen ausgetrickst und zwar bin ich Runden gelaufen. Ich habe hier so eine Standardrunde bei mir und wenn ich da 1 Kilometer hinlaufe, dann kann ich 10 Kilometer Runden laufen. Also 1 Kilometer hin, 3 10er Runden und 1 Kilometer zurück sind 32 Kilometer. Und ich hatte es gar nicht geplant, den durchzulaufen und das war auch gar nicht so gedacht. Ich habe mir wie immer gesagt, okay, bis 10 und dann können wir mal gucken, machen wir eine kleine Pause. Und ja, was soll ich sagen? Also für mich war es sehr beruhigend, dass ich eben diese Runden gelaufen bin und bei mir eben ums Eck und nicht irgendwo weit weg von zu Hause, wo ich nicht weiß, wie, wo, wann war es. Schaffe ich es nach Hause, so konnte ich mir immer sagen, hey, wenn irgendwas ist, dann bist du gleich zu Hause. Du bist nie länger als 10 Kilometer von zu Hause weg. Das ist einfach super entspannt und tut auch irgendwie dem Kopf gut. Und da kann ich nur sagen, egal wie bescheuert es ist, ich habe nämlich, ich höre ja immer Hörbücher und ich habe die 3 Fragezeichen durchgehört. Die 3 Fragezeichen. Justus, Jonas, Peter Schaum, Bob Andrew. Und mich beruhigt es einfach wahnsinnig, wenn mich jemand voll labert. Und das sind ja auch keine jetzt irgendwie hoch, wo man sich mega anstrengen muss, sondern es sind halt nur, die reden halt. Akku leer. Wundervoll. Naja, ich war gerade dabei, euch zu erzählen, wie wundervoll mir die 3 Fragezeichen durch meinen langen Lauf geholfen haben. Und sucht euch einfach was raus, was ihr gerne hört oder auch anspruchsvolle Hörbücher. Bei mir ist es halt bei den langen Läufen, weil ich schon so mit mir selber beschäftigt bin, ganz gut, wenn es nicht so viel Inhalt hat. Und deswegen, ja, halt einfach mit weniger Inhalt und weniger Dingen, mit denen ich mich beschäftigen muss, sondern einfach nur so blablabla. Dann ein ganz wichtiger Punkt war noch dieser Trinkrucksack. Mag für viele vielleicht übertrieben sein, dass da noch mein Notfallkit drin, was ich eben immer dabei habe. Ich esse während den langen Läufen nichts, weil der Stoffwechsel sich an diese langen Läufe gewöhnen muss. Aber ich habe immer 2 Vegagels dabei, die ich halt einfach nehmen kann, wenn ich Hunger habe. Weil nach 2 Stunden bekomme ich halt einfach echt Hunger und wenn das dann irgendwie zu schlimm werden sollte, dann kann ich das halt nehmen. Dann Taschentücher natürlich, weil ich auch eine Pinkelpause machen musste. Und dann habe ich hier normalerweise noch Geld drin und das ist dann hier eben diese Trinkblase. Da kann man dann eben 1,5 Liter reinfüllen. Und für mich, ich werde wahrscheinlich auch mit dem Marathon mit diesem Trinkding laufen. Weil es für mich einfach einfacher ist als mit diesen Trinkgürten, weil für mich ist es schwierig, die da rauszufriemeln, da rauszutrinken und die dann wieder reinzufriemeln. Und so habe ich halt hier diesen Schlauch, der hängt mir halt hier an der Seite dran. Der Trinkrucksack ist nicht schwer, der scheuert nicht, der stört mich nicht und kann da halt einfach raustrinken. Also man macht das hier eben auf und dann kann man da draus trinken und dann macht man es wieder zu. Genau, also die wichtigsten Punkte waren bei mir der Erfolg für den langen Lauf. Das ist der erste natürlich immer der schwierigste. Das erste Mal, wenn ihr irgendeine neue Strecke ausprobiert, beziehungsweise gerade die langen Läufe sind halt das erste Mal am schwierigsten. Dann wird es leichter. Dann der zweite Punkt war, dass ich Runden gelaufen bin, was mir einfach meinen Kopf beruhigte, dass ich nicht so weit nach Hause habe. Und der dritte Punkt war der Trinkrucksack, was ich den einfach dabei hatte und so einen Notfallplan. Und die Hörbücher halt, ja. Also alles, was ich jetzt so gesagt habe. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Blogpost dazu nochmal unten in der Infobox. Und ich bin das Ganze, ich glaube, ich habe das euch noch nicht gesagt, beziehungsweise da war das Video schon aufgehört, die 32 Kilometer durchgelaufen, bis auf eine kurze Pinkelpause, die notwendig war, wirklich notwendig. Ich habe es 2 Runden rausgezögert und dann ging es nicht mehr. 3 Stunden 59 habe ich gebraucht mit einer Pace von 37, die natürlich nicht besonders schnell ist, aber es soll ja auch ein langsamer Lauf sein. Ich hoffe natürlich, dass ich den dann im Marathon schneller laufen werde. Aber wer weiß, was bis dahin noch passiert und bis ja, kann das. Es ist halt für mich sehr beruhigend gewesen, dass ich diesen langen Läufe jetzt so gut funktioniert haben. Und was danach kommt, kann ich im Moment nicht sagen. Und wie das alles wird, das kann ich im Moment einfach nicht abschätzen. Aber es läuft. Wenn ich überlege, was ich jetzt so geschafft habe in den letzten 7 Wochen. Ich habe 2 mal eine neue Marathon-Bestzeit, 10 Kilometer-Bestzeit aufgestellt. Einmal 57 Minuten und jetzt einmal eben 55 Minuten. Dann bin ich das erste Mal 1 Kilometer unter 5 Minuten gelaufen mit einer Pace von 4 irgendwas. Dann habe ich meinen Cooper-Test um 180 Meter verlängert. Ich habe eine neue Halbmarathon-Bestzeit bin ich gelaufen und ich bin das erste Mal 32 Kilometer gelaufen.
Was für 7 Wochen schon echt gut ist. Vor allem, wenn ich man bedenkt, dass ich so eine lahme Ente bin. Und man darf immer nicht vergessen, dass ich gerade um die Zeit vor einem Jahr das erste Mal 10 Kilometer durchgelaufen bin. Da war es noch gar nicht mit Bestzeiten und keine Ahnung was. Ich bin das erste Mal für die 10 Kilometer, habe ich 1 Stunde 17 gebraucht. Heute laufe ich das Ganze knapp 20 Minuten schneller, über 20 Minuten schneller, das muss man sich mal vorstellen. Und man wächst einfach an seinen Aufgaben. Und das Schöne am Marathontraining ist, Halbmarathon ist danach, laufe ich aus der kalten Hose. So mental jetzt nicht vom körperlichen, natürlich ist Halbmarathon immer noch anstrengend und Respekt vor jedem, der Halbmarathon läuft. Aber es wird halt mental so einfach, weil du halt weißt, ey, es geht noch viel schlimmer. Und danach habe ich eben Pause gemacht. Freitag habe ich eine wichtige Impfung bekommen für Thailand. Samstag habe ich den Tattoo-Termin gehabt und habe deswegen die letzten 3 Tage pausiert. Fanatics habe ich gar nicht gemacht. Zum neuen Coach möchte ich mich noch nicht äußern. Da möchte ich noch ein bisschen testen, aber ich finde ihn tendenziell bescheuert. Werden wir aber sehen, wie sich der Coach und ich weiterhin vertragen. Und ja, das war's mit der letzten Woche. Ich werde die Woche wieder für euch berichten, wenn ihr Ideen habt, wie ich euch das besser, also interessanter irgendwie gestalten kann, dann gebt mir doch Bescheid. Und ich sehe ja auch an den Klickzahlen, dass das Marathon-Training jetzt nicht jeden interessiert, aber ich denke, die, die es interessiert und motiviert, da hoffe ich halt, dass ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob das schon vieles am Marathon so abgedreht, ob ich da irgendwie immer wieder mal so Sachen einbauen kann, die euch halt weiterhelfen, ob ihr irgendwelche Probleme habt oder ob ich da überhaupt weiterhelfen kann, das weiß ich ja nicht. Aber lasst es mich doch wissen, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Marathon-Video und es sind noch 5 Wochen und dann, ja, laufe ich meinen ersten Marathon. Ich war schon, also, ich bin einerseits gefestigt durch diesen langen Läufer, andererseits bin ich nach wie vor verunsichert, wie das alles wird und ja, was soll ich sagen? Es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Aber es gehört ja auch dazu. Marathon ist halt einfach was anderes. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und danke euch vielmals fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.